Nach ihrem Krieg der Worte und gegenseitigen Drohungen haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zuletzt verbal abgerüstet. Doch wie lange die Menschen in der Region durchatmen können, ist offen. Klarheit könnten schon die nächsten Tage bringen, denn die Streitkräfte der USA und Südkoreas halten von Montag bis Ende dieses Monats ihr alljährliches Militärmanöver ab. CNN-Reporterin Paula Hancocks berichtet vor Ort aus Seoul. Das, was in dem Artikel stand, ist nichts Neues. Wir haben die ganze Zeit von Nordkorea gehört, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen höher ist. Dass sie den Vereinigten Staaten vorwerfen, dass sie sie zu einem nuklearen Krieg herausfordern. Das ist es, was sie wieder machen. Sie sagen, dass speziell diese Militärübungen der Grund für die erhöhten Spannungen seien. Ja, die militärischen Übungen zwischen den USA und Südkorea starten am Montag. Sie werden für 10 Tage andauern. Das Pentagon hat preisgegeben, dass über 17.500 US-Truppen teilnehmen werden. Es sind jährliche Übungen. Die Vereinigten Staaten betonen, dass sie verteidigend sind. Aber es ist einfach nicht so, wie Nordkorea das Ganze sieht. Sie sehen die Übung als provokativ. Command, which is about 7 different countries from around the world, will have representatives. So they are annual drills. The US consistently says that they are defensive, but it's simply not the way that North Korea sees it. They see them as provocative. Certainly the situation's different to what it's been in other years. Natürlich ist die Situation anders als in den vergangenen Jahren. Es hat ähnlich angespannte Zeiten gegeben. Manche deuten an, dass es so angespannt ist wie schon viele Jahre nicht mehr. Ich denke, dass die Rhetorik auf beiden Seiten nicht wirklich gut gewesen ist. Das hat die Nordkoreaner mehr provoziert. Aber wir haben vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in gehört, dass es keinen weiteren Krieg in Korea geben wird. Er sagte, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass das nicht passieren wird. Another war on the Korean Peninsula. He said he would do everything in his power to make sure that didn't happen.